Moin moin und willkommen zurück vor den Toren des Königsreichs Ankh-Het in der Grube von Najun. Genau, ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt, aber... Naja, ich lache über deine Ripkosten, die du gleich fahren wirst. Ja, die wir ja gesagt haben, dass wir die aufteilen ab sofort. Ach so, ja. Ja, ja, nee, klar. Also, Also, meine das heißt, auf dich. Meine auf... Ja, genau. Deine auf mich. Und dafür zahlst du dann meine... Ich zahl dir dann episch fliegen, ja, ist ja Transkosten? Deine Transsexualitätskosten. Willst du etwa in der Mitte durchgehen? Willst du mitkommen? Werd nicht mehr. Geht doch. Die Caster zuerst! Mhm. Okay. Ich kann dich gerade. Das Achtung, hinter dir kommt einer, ja, aber den nehme ich dir gleich ab. Ja, ich. Dass mein Totems nicht pullen können. Hast du den Caster nicht gemacht, wa? Zuerst. Ich hab auf Schädelstoß geklickt. Zauberwerfer halt mal zuerst. Aber da war der Cast anscheinend schon durch. Geht auch. Genau, geht auch. Ha, Schmanertrank gekriegt. Jetzt. Den kannst du gut gebrauchen. Jetzt kann uns keiner mehr was. Oh, die hier habe ich früher auch gehasst, ey. Echt? Ja. Okay. Alter Vater, was? Ja, die nehme ich gleich an, wenn es soweit ist. Fuck, 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 fuck! Das war jetzt gar nicht zu erwarten. Oh Mann. Holst du mich ab? Ich komme dir entgegen. Damit wir nochmal gemeinsam sterben können? Gerne. Ich bin ja so kollegial. Natürlich nimmst du auch noch die Spinne dreh, mit. Dreh dich um, renn raus, Mann. Hallo, es bringt da nix. Da liegt gerade, weil ich anke. Die kannst du angreifen. Ja, es tut mir leid im Vorhinein schon. Für alle Zuschauer, für alle beide. Also Basti und mich. dass das hier so abläuft. Aber gut, wir kommen, glaube ich, wirklich langsam in Gegenden, wo man halt wirklich drauf achten sollte. Also so wie früher halt. Die müssen zuerst sterben. Ja. Bla bla bla, bli, blo, blo. Dann am besten erstmal den ganzen Kleinscheiß hier an der Seite, dass wir ein bisschen Platz haben. Wie früher. Na toll. Ein Casting. Oh, jetzt lassen wir jemanden da weggehen. Ich werde mal alle, die wichtig sind, Netzwerk. Ich muss. Warte, warte, da brauche ich den Cast. Okay. Du musst den nächsten unterbrechen. Hab ich. Ich bin gleich im Netz. Okay. Heilung kommt. Yep, da war der zweite Caster.
Oh. Ja. Redkosten fahren mit Ankündigung, würde ich sagen. Ja. Ja, ja, wir hätten die halt irgendwie hochziehen sollen. Und ich glaube auch erst die Pat und dann die feststehende Gruppe. Meine ich, dass es damals irgendwie so das war. Das ist möglich. Das ist möglich. Das zieht jetzt natürlich die ganzen Videos etwas künstlich in die Länge. Wenn wir wirklich bei Trash schon Taktiken fahren müssen. Aber wenn ich mich so erinnere, was kommt jetzt danach noch? Beste Drakteron kommt danach auf jeden Fall. Ja, die... die ist ja nicht so mobstechnisch, oder? Scheiße. Unterbrich du. Ich hab unterbrochen. Unterbrech den nächsten. So. Unterbrechen durch Tod. Ja. Yep. Beste. Das ist genauso gut wie Heilung durch Level-Up. Ja. Seit kannst du ja schon mal angewöhnen, dich so zwischen Mob-Gruppen selbst zu heilen. Mhm. Zwischen Mobgruppen selbst heilen. Also mittlerweile nimmt es schon, also sonst gehe ich halt immer in den Kampf rein, wenn wir halbwegs flüssig spielen wollen. Und das geht ja gar nicht. So, so na denn. Jetzt nicht vergessen, ganz ganz wichtig. Okay. Eine Heilung. Das ist immun. Aua. Heilung. Komm schon, das sieht gut aus. Wie, du wirst nochmal immun. Geht sehr doch. Schön. Ich glaube, das war prozentual abhängig bei dem. Yeah, eine Taille. Platte. Wollte ich gerade sagen. Wieso kannst du die tragen? Heal yourself. In meinem Rucksack kann ich sie tragen. Hättest du sie nicht gewonnen. Ich hab unterbrochen. Scheiße. Toll. Ich unterbreche durchs Stun. Gab's bei dem Endboss nicht auch so ein Damage Race, wo der dann gar nicht erst in die zweite Phase gegangen ist, die halt unbedingt zu vermeiden war? Nee, also das. Na, hier war es ja so, dass wir dann halt in die Phase kommen, wo wir uns selber töten müssen. Genau, und die konntest halt umgehen, wenn du genug Schaden gefahren hast. Das ist möglich. Aber ich meine, das werden wir eh nicht, oder? Nee, das meinst du? Genau, das kriegen wir halt nicht hin. So, warte mal, hier waren. Aber ich töte dich gerne, also von daher. Ist noch was da? Sogar besser als meine Kronkebundes, zack. Muss aber auch erst ein Level anziehen, oder? Ja.
Kommen die Kleinen dazu, ja, wa? Mhm. Passt. Ja, also ich glaube, man merkt es einfach auch daran, dass wir weniger quatschen, dass es halt wirklich so ein bisschen Konzentration erfordert. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich daran, also das liegt auch daran, dass ich kein Bier trinke. Du. Ich bin nämlich ansonsten immer ganz schüchtern. Oh nein. Ganze Schubserei hier. Was ist denn das? Was denn? Ein in weniger, obwohl 12 Item Level drüber. Ja. Kann vorkommen. Kommt vor. So, für alle, die Inni jetzt hier nicht so gut kennen, wir machen die beiden Seiten, damit der Boss überhaupt erscheint. Richtig. Und du meinst, jetzt ist auch für diese Inni der Guide-Anspruch gerechtfertigt? Ja, doch. Weil wir das jetzt erzielt haben? Ich mag das. Also ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass es immer noch Leute gibt, die irgendwie mit WoW anfangen, also so was man so auf diesen offiziellen Facebook-Seiten und sowas sieht. Wo halt irgendwie gerade Werbung für Legion gemacht wird und dann kommen halt so Kommentare dazu. Wie, ey Malte, wollen wir uns das holen? Und dann so, naja, wir sind doch gerade mal Level 40. Und da hat's ja noch ein bisschen Zeit. So, und deswegen denke ich mal. Sowas gibt's Leute, da? Ja. Okay. Also ich lese mir das manchmal durch. Das ist ganz witzig. Alles klar. Ja, dann wird es wohl so sein. Genau, wird wohl so sein. Ja, nichts wissenden Ficker. Alles klar. Lass uns was tun. Keiner. Du redest nur noch Scheiße. Was soll das heißen? Nichts. Achso. Wo ist er? Hinter mir. Rette mich. Mach ich. Das will nicht immer hinten drin hauen. Mhm. Ey. Aber warum nimmt er den Tank? Na, weil der andere ja Schaden machen muss. Ja. Geht's? Dankeschön. Oh, ich kann auch eine Quest abgeben. Oh, endlich kriege ich dafür Schultern, die total hässlich sind wahrscheinlich. Machen wir eigentlich den Zusatzboss mit? Der ist in Non-Hero nicht da. Aber wir machen den dritten Boss mit. Den man ja eigentlich auch auslassen könnte. Und hier ist alle. Kratzt dich nicht. Nee, kratzt mich nicht. Links oder rechts? Oh, rechts. Okay. Na, das war uncool. Dann kommt. Naja, gut, das war ja dann doch. Ja, so ein okay. Massenstun ist einfach. Deswegen sage ich ja, dein Kriegsstun ist unbezahlbar. Deswegen nutze ich ihn ja so selten.
Und das Erdbeben an sich auch, weil das schmeißt er nochmal um. Und da haben sie auf jeden Fall mindestens eine halbe Sekunde, in der sie halt nichts machen können. Das ist so, so... Ja, damage-technisch ist das schon ganz schön was wert. Alter. Ja. Okay, Draka macht schon. Und der ist übrigens. Wer? Onkel Draka. Sehr schön. Gern geschehen. Krieg ich jetzt ein Bier. Du kannst dir eins holen, wenn wir hier fertig sind. Ja, das denke ich nämlich. So, wie war das? Die sucht den aus, den müssen wir umbringen? Irgendwie so war das, oder? Nee, hier steht. Erstmal, jetzt müssen wir alle killen, ohne Frage. Genau. Und dann kommt halt immer einer und läuft halt in die Mitte und wir müssen halt, dass der nicht in die Mitte läuft. Also die stehen halt gleich außen rum. Kleine, unangreifbare. Genau. Genau. Und einer ist dann angreifbar und der muss dann sterben. So schaut's aus. Oh nein, ich bin tot. Wir leben doch so gern. Tja, aber haben wir das andere schon mal ausprobiert? Ja, da gibt's Videobeweise von. Stell dich selbst, verdammt. Schaden, 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 Schaden. Zwar hat das. Weiß ich nicht. Ob das gezählt hat. Die macht da ganz schön los, junge Frau. Ah. Ja. Das ist so eigentlich. Das ist so ganz stabil. Das denke ich allerdings auch. Ja, ohne Probleme. Ja, ohne Größe, sagen wir es so. Schön, 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 weiter geht's, Endboss. Das stimmt, ich hatte ja. Was hattest du? Noch ein Gürtel im Inventar, den ich mir mit meinem zukünftigen Ich gecraftet habe. Spaß. Schummelst. Hallo? Nein! Das ist, wenn RP. Wenn in WoW an sich schon andere Universen etc. vorkommt, dann kann man sowas auch gerne mal und so. So, wir nutzen übrigens gleich keinen Kampfrausch. Weil? Weil noch 5 Minuten Cooldown haben. So schaut's aus. Aua. Aha, ausweichen, würde ich sagen. Ich stand da gerade voll 3 Meter daneben. Voll 3 Meter. Also habe ich jetzt mindestens keine Sättigung mehr. Doch, habe ich. Hättest du dir so gedacht, wa? Nee, hab ich mir so gedacht. So, das heißt, schon als Heiler war das immer super toll. Ja, oder auch nicht. Ich stelle alle Elis, okay. Okay, dann. Los. Let's go. War unterbrochen. Keine Ahnung, was es gemacht hätte. Ich hab auch unterbrochen.
Wahnsinn, 5. Okay. Wo ist er, der Alex? Na, machen die das mit? Echt? Du warst gerade ein One-Hit bei mir, ja. Ich hab gar nichts mitgekriegt. Ich glaube, die Elis haben dich hier vor mir hauen. Na, siehst du. So. Komm her. Ich bin enttäuscht. Ganz ehrlich. Dachte, wir kriegen hier echt Probleme. Das war jetzt gar nichts. Nice. Achso, ich kann ja auch noch looten. Ja, das heißt jetzt, nächste Inni ist feste Drakteron. Feste Drakteron und danach kommt dann die jute violette Festung. Oh, da freue ich mich schon drauf. Und Drakteron eigentlich auch, die fand ich immer cool wegen den Mojos und so. Und wie hieß er? Guru von Dakuru oder so? Hm. Der Erfolg, den fand ich cool. Außerdem sieht man da zum ersten Mal den Lich King. Find ich mich nicht irre. Jedenfalls in der Inni, auf jeden Fall. Ja. Ich überlege gerade, ob das erste Mal war, aber bestimmt. Ich glaube, als man in die Drachenöde kommt, sieht man schon mal ein Cinematic, oder? Ja, das ist möglich. Keine Ahnung. Gut. Bis dahin. Genau. Holt euch Popcorn und Bier. Es wird spannend. Auf jeden Fall. Haut darin. Prost.